Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7, die Marktanalyse mit Martin Görsch. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, bevor ich an den Martin übergebe, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute Abend bitte nicht dieses Event als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut, dann Martin, mein Lieber, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Sehr gut, hervorragend. Dann klaue ich mir den doch hier direkt mal. So, da sollte ich zu sehen sein. So, Webcam haben wir auch, glaube ich. Mal schauen, ob das funktioniert. Sollte eigentlich klappen. Na, im Moment ist bei mir ist schwarz. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ist leider noch nichts zu sehen. Mysteriös. Ach so, vielleicht hat er die hier noch reingezogen. Zack. Und da sind wir. Ja, sehr Hervorragend. gut. So, geht doch. Man muss doch nur die richtige auswählen. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Zeit ist kurz, wir haben viel zu tun. Und von daher herzlich willkommen hier dann auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, Nelson, für die Möglichkeit, hier wieder ein paar Worte zu meinem Handelsansatz zu verlieren, ein paar Worte zum Ichimoku. Ich hoffe, ihr habt alle, ich bleibe einfach mal frecherweise beim Trader Du. Das habe ich eben im Webinar vorher auch so gemacht. Ich mache das immer gerne. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass mir irgendwie der nötige Respekt fehlt, sondern unter Tradern ist das einfach so üblich und ich gehe davon aus, dass hier heute überwiegend Trader am Schirm sitzen, sonst würdet ihr euch, glaube ich, heute auf den Abend nicht die Stunde hier nehmen. So, ich habe das Chatfeld geöffnet, also Fragen können wir hier reinstellen. Wow, da kommen auch gleich direkt welche. So, ich lese mir das mal ganz schnell durch, Susanne. Das ist ja ein halber Aufsatz. 4 Stunden. Ja, okay. Also, da geht es um die verschiedenen Einstellungen für Ichimoku-Charts. Das geht jetzt hier runter bis 5-Minuten-Chart, Stunden-Chart. In diesen Bereichen, in diesen ganz kurzfristigen Bereichen, schaue ich mir den Indikator nicht an. Ja, wir machen das vielleicht einfach mal so. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Wir starten mal ganz normal hier. Ich werde einmal kurz den Indikator nochmal zeigen, dass ihr wisst, worum es hier geht. Ichimoku Kinkohio. Ich nenne das Ganze Trendhandel auf Wolke 7, weil es halt wirklich einfach ist. Ja, und wir werden uns heute anschauen, was wir in den letzten Sessions an Signalen hatten. Da haben wir ja einiges an Positionen aufgebaut, die werde ich heute nochmal zeigen. Und dann schauen wir natürlich auch, was heute aktuell neu ist im S&P 500, was wir da an Werten kriegen, was man da traden kann, was ich umsetzen würde und was nicht. Das haben wir ja die letzten Male auch schon so gemacht, dass wir so eine Analyse-Session gemacht haben und ich einfach die Werte durchgehe und ein bisschen versuche euch zu erklären, warum ich einzelne Positionen nehmen würde und andere eher nicht. Der Nelson hat es gerade schon gesagt, Risikohinweis, ganz, ganz wichtig. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Die Chancen, die wir auf der einen Seite haben, die stehen heftigen Verlustmöglichkeiten gegenüber. Deswegen tradet bitte nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Und auch nochmal ganz wichtig, das, was ich hier zeige, das dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ja, ist keine Anlageberatung und soll bitte auch nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte verstanden werden. Ganz klar, ihr werdet es sehen, ein paar Werte laufen über einen Agena Trader, ein paar Werte, die ich habe, laufen über andere Plattformen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich in Märkten, die wir hier heute besprechen, selber Positionen halte oder wenn nicht, dann auch plane, Positionen aufzubauen.
Das bitte immer berücksichtigen. Ich könnte von euren Positionen also dann entsprechend profitieren und bin vielleicht auch nicht immer ganz objektiv. Ja. So, was haben wir hier? Na, das ist quasi die original japanische Bezeichnung für dieses tolle Indikatorpaket, was wir uns hier anschauen. Und das ist die Schnellübersicht. Also die Dinge, um die es geht. Kijun-sen ist diese violette Linie, Tenkan-sen ist die rote Linie, Chikospan ist die blaue Linie. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein, sind das, ist das nichts anderes als ein etwas anderer gleitender Durchschnitt. Ja, diese blaue und diese rote Linie, die sind ja von der Verwendung her ähnlich wie unsere klassischen gleitenden Durchschnitte, EMAs oder SMAs, mit denen wir normalerweise arbeiten, nur dass sie anders berechnet werden. Ja, da geht es also nicht darum, wirklich den Durchschnittswert zu nehmen, sondern den Median. Das ist also immer der mittlere Wert zwischen Hoch und Tief einer bestimmten Zeitspanne und die sind da dargestellt. Wer das alles nochmal ganz genau haben will, die Aufzeichnung des ersten Teils, wo wir das sehr intensiv alles besprochen haben, die ist bei FX Flat verfügbar, die ist auch auf meinem YouTube-Kanal verfügbar. Da könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen, wie, was genau die einzelnen Indikatoren darstellen. Ich will es halt nur einmal ganz kurz sagen, im Prinzip ist Violett und Rot ähnlich zu verwenden wie unsere gleitenden Durchschnitte. Blau ist etwas, was wir sonst so nicht kennen. Das ist im Prinzip ein Liniencharts von dem Wert, den wir uns anschauen, um 26 Perioden nach hinten geschoben. Und die Kumo, das ist eben diese typische Ichimoku-Wolke, die gilt als Unterstützungsbereich oder Widerstandsbereich, je nachdem, ob wir mit dem Kurs oben drüber oder unten drunter sind. Und aus all diesen Indikatoren, die wir hier drin haben, lassen sich verschiedene Einstiegssetups ermitteln. Ja, und genau diese Setups sind auch alle im ersten Teil erklärt. Also wenn ihr mit Ichimoku nicht firm seid und nicht genau wisst, was ist und wie die einzelnen Signale entstehen, schaut euch einfach den ersten Teil nochmal an. Dann habt ihr da im Nachgang einen deutlich besseren Überblick drüber. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Plattform rein, gucken uns das Ganze hier mal an. So, ich komme mal kurz auf die Frage zurück. Da geht es um die Frage der Einstellung, ob ich mit der Anpassung der Einstellung Erfahrungen habe und was ich da empfehlen würde. Also, ich kann euch das sagen, ich mache es ganz klassisch. Ich nehme diese typische Grundeinstellung, so wie sie im Agena Trader hinterlegt ist, so wie sie in jeder anderen Handelsplattform, wo ihr einen Ichimoku-Indikator drin habt, hinterlegt ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Man kann das schneller machen, man kann es langsamer machen. Es gibt auch eine Variante, das quasi auf unsere neuen modernen Handelszeiten, die wir haben, anzupassen. Der Indikator ist sehr alt. Der ist noch aus Zeiten, wo, glaube ich, 6 Tage die Woche gehandelt worden ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber es gibt so ein, zwei Änderungen, die man da machen kann. Ich habe mir das alles angeschaut und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, für den Bereich, den ich hier benutze, habe ich keinen Edge gesehen, irgendetwas hier zu verändern. Ja, ich benutze das alles in der klassischen Grundeinstellung und schaue mir das im Prinzip auch nur in zwei Zeitebenen an, nämlich im Tageschart und im Wochenchart. Ja, das sind die beiden Zeitebenen, wo ich Ichimoku benutze, wo ich mir das anschaue und ich verwende das Ganze immer in Kombination mit meinem eigenen Trendindikator. Ja, das ist der Gersh-Trend, der hier drin ist, der hier mitläuft, sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart. Und ihr werdet es sehen, wenn wir uns die einzelnen Signale, die einzelnen Setups anschauen hier, dann werdet ihr sehen, worauf ich da achte und wofür ich diese Dinge benutze. Wer das mal ausprobieren möchte, also ich habe hier in dieser Darstellung hier die Signale drin. Ja, das sind also die ganzen verschiedenen Signale, die hier aufgetaucht sind. Heute und gestern habe ich hier drin. Die von gestern sind hell unterlegt, die von heute sind diese dunklen. Und das sind alles verschiedene Setups. Ja, Kumo Breakout, Kijun Cross.
Dann haben wir Tenkan Kijun, dann haben wir Chikku Cross. Ja, das sind also alles verschiedene Setups, die dann entweder in die Long-Richtung, dann sind sie grün, oder in die Short-Richtung gerade aktuell sind, dann sind sie rot. Wenn ihr genau wissen wollt, worum es da geht, dann müsst ihr euch das Handbuch zu dem Top Trader Singles Add-on vom Agena Trader runterladen. Wenn ihr das nicht findet, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken, dann kann ich euch das zusenden. Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dieser Ichimoku-Arbeitsplatz hier ist nur ein Teil, der in diesem Add-on drin ist. Da ist noch eine kurzfristige DAX-Trading-Strategie für einen 15-Minuten-Chart drin. Da sind noch diverse Trading-Setups berühmter Trader drin. Ja, ein Holy Grail-Setup von Linda Raschke oder ein 1-2-3-4-Setup, ein 180, alles Mögliche. Das könnt ihr 30 Tage kostenlos testen oder ich glaube für 2 Wochen kostenlos testen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, direkt über einen Agena Trader oder wenn ihr noch kein FX Flat Konto habt, dann geht ihr einfach auf meine Website, geht hier in den Bereich Handelskonto auf FX Flat und dann kommt ihr hier drauf und dann seht ihr, wenn ihr da ein Konto eröffnet, dann könnt ihr für 3 Monate kostenlos dieses Add-on benutzen. Ja, das ist hier nochmal alles ein bisschen erklärt, was da drin ist. Und dann habt ihr im Prinzip genau diese ganzen Setups, die jetzt hier reinkommen, die kriegt ihr dann auch automatisch bei euch in die Handelsplattform eingespielt. Ja, dieses Top Trader Signals Add-on gibt es allerdings nur für einen Agena Trader. Das funktioniert also nur, wenn ihr mit einem Agena Trader arbeitet. Ansonsten könnt ihr natürlich dieses Screening für den Ichimoku-Indikator auch immer ja quasi zu Fuß machen, indem ihr eine Kursliste habt an Aktien, die euch interessieren. Warum auch immer, fundamental oder weil ihr das irgendwo gelesen habt oder ist am Ende völlig wurscht. Und dann habt ihr eine Kursliste und über diese Kursliste schaut ihr euch einfach die Indikatoren mal an. Wie das Ganze dann aussieht. Ja, den Gersh Trend, den gibt es inzwischen für relativ viele Plattformen. Den gibt es für einen MT4, für einen MT5, für Motive Waves, für einen Ninja Trader, für einen Agena Trader. Also da könnt ihr auch dann mal gucken. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht auf der Website eingepflegt. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir auch gern eine E-Mail schreiben. Okay, gehen wir einfach mal rein in die offenen Positionen, die im Moment hier aktuell sind. Das sind also Positionen, die wir in der letzten oder vorletzten Session aufgrund von Ichimoku-Signalen aufgebaut haben. Da will ich einfach nur noch mal kurz zeigen. Ja, da hatten wir hier ein Breakout in der Google gehandelt über diese letzten Hochs, weil es hier diverse Long-Signale gab in dieser letzten Aufwärtsbewegung. Die Position läuft noch, die war ein bisschen im Verlust, ist jetzt wieder ein bisschen im Gewinn, die läuft noch. Da ist nicht so viel zu tun. Da können wir hier einen Stop hinterherziehen und das ist auch alles. Mehr kann man da im Moment gar nicht machen. Dann haben wir eine Position auf Twitter aufgebaut und zwar kam in dieser Aufwärtsbewegung hier kamen die Long-Signale und da ist dann der Ausbruch über dieses Hoch hier gehandelt worden. Ja, vor so Ende Juli, was haben wir hier, 20. Juli, 21. Juli, in dem Bereich hier ist gekauft worden. Hier unten liegt noch der ursprüngliche Stop. Ja, das Ganze hat sich jetzt auch schön bewegt. Hier haben wir heute ein neues Hoch gemacht. Das bietet uns auch hier die Möglichkeit, im Prinzip einfach ein bisschen Risiko rauszunehmen. Also das, was ich hier immer mache, das, was wichtig ist, ist, im Prinzip handle ich auf eine ganz simple Art und Weise diese Setups. Ich schaue, wie sieht das Ichimoku-mäßig aus? Ja, haben wir ein Kauf-Setup, ja oder nein? Was sagen meine Trendindikatoren? Kauf-Setup, ja oder nein? Und dann lege ich einfach nur Stop-Orders rein, um mich ausführen zu lassen und ziehe die Stops wirklich nur an den relativen Hochs und Tiefs hinterher. Das ist eine ganz simple, ganz primitive Art zu traden. Hat aber den Vorteil, wenn eine Bewegung lange läuft, dann ist man mit seinen Positionen auch einfach lange dabei und kann diesen Trend eben so lange reiten, wie es geht. Ja, und das ist am Ende das,
worauf wir hinaus wollen. Das werden nicht immer alles positive Trades, das werden nicht immer alles Gewinner, aber die Verlierer sind auf jeden Fall klar begrenzt und die Gewinner, wenn man denn in Trendrichtung unterwegs ist. Und deswegen schauen wir hier auch immer auf den Wochenchart und auf den Tageschart und traden nur, wenn in beiden Zeitebenen die Signale identisch sind. Ja, und dann kann man nämlich von diesen Risiken, die man auf dem Tageschart aufbaut, extrem große Bewegungen mitnehmen. Ja. Ah, der Matthias fragt, ob jetzt hier nicht der Indikator besprochen wird. Nein, Matthias, wir haben den Indikator im ersten Teil der Serie besprochen. Wir machen jetzt hier noch gleich eine Analyse der aktuellen Marktsituation und werden uns ein paar Trading-Kandidaten raussuchen, die für heute oder auch dann für morgen interessant sind, ja, für neue Setups quasi, um hier einfach diese Trades weiterzuführen, die wir hier über die letzten Wochen aufgebaut haben. Ja. Im Chat ist der Link zu den Videos. Ah, hervorragend. So wollen wir das haben, Nelson. Klasse. Ja, also da könnt ihr gerne im Nachgang nochmal reinschauen und euch dann diese Videos im Nachgang anschauen. Dann haben wir hier noch eine Long-Position auf Facebook, die ist schon ein bisschen älter. Die haben wir hier im Anfang Juli aufgebaut in diesem Bereich, im Breakout über diese beiden Hochs. Ja, wir sehen hier ganz klar den Rücksetzer bis zur Wolke und diese Wolke ist eben der klassische Support-Bereich. Ja, und wenn ich jetzt hier auf die Einstiegskerze gehe, na, Ende Juni, dann schaut mal bitte das Fadenkreuz im unteren Bereich. Ja, das geht auch auf die entsprechende Woche, in der wir uns hier bewegen. Und dann seht ihr, der Trendindikator hier ist grün und der Trendindikator hier unten im Wochenchart ist auch grün. Ja, und das ist immer das, was ich sehen will. Ja, dass wir also hier saubere Bewegungen haben, dass wir sehen, die Signallage ist eindeutig, dass die Trends aufwärts gerichtet sind, ja, und dann werden im Prinzip diese Trades nur weiter betreut. Na, hier warte ich im Prinzip jetzt auf ein neues Hoch. Sollte es ein neues Hoch geben, wird der Stop hinterhergezogen. Sollte es kein neues Hoch geben, hat die Aktie hier massig Platz, sich zu bewegen und hoffentlich dann irgendwann den Aufwärtstrend wieder fortzusetzen. Die beiden Trades hier, die sind von heute. Da will ich also jetzt noch gar nicht drauf eingehen. Ja, also wir sehen im Prinzip die Trends, die wir vor ein paar Wochen identifiziert haben hier, die sind einfach alle weitergelaufen. Ja, und das ist am Ende immer das, worum es geht. Wenn wir hier in die aktuelle Liste mal reingehen und einfach mal so ein paar Signale durchschauen. Ich mache das ganz gerne so, dass ich gehe mal hier gerade in den S&P, dass ich meine Trades danach ausrichte, was der Gesamtmarkt macht. Das heißt, in einem Aktienumfeld, was sehr stark ist, möchte ich gerne Long-Positionen haben. In einem Aktienumfeld, was sehr schwach ist, bin ich auch super gerne auf der Suche nach Short-Setups. Ja. Wer mich ein bisschen verfolgt oder meine Trades verfolgt, es gibt ja ein paar Dinge, die ich live handle, auch öffentlich. Das heißt, bei Next Markets kann man sich Positionen von mir anschauen. Ich habe für Onvista einen Börsendienst im Aktienbereich, wo zwar Zertifikate gehandelt werden, aber die Analysen, die erfolgen auf dem Chart der Aktie. Dann werdet ihr sehen, dass ich im Moment long only bin. Ja, ich habe im Moment nicht eine einzige Short-Position im Depot. Das ist sehr selten. Ja, ich bin normalerweise gerne so ein bisschen gehedged unterwegs und habe neben Long-Positionen auch so ein paar Short-Positionen im Markt. Wenn wir uns das mal anschauen hier im S&P, ja, dann seht ihr ja, wie viele Aktien im Moment abwärts gerichtet sind. Ja, wir kriegen hier lauter Short-Setups. Und das, was hier läuft unter Gersh Trend, das ist im Prinzip einfach nur eine Analyse, wie dieser Trendindikator hier gerade steht. Und wenn hier ein rotes Feld ist, dann weiß ich, dieser Trendindikator, der ist auf dem Tageschart und auf dem Wochenchart abwärts gerichtet. Ja, wenn wir also einfach mal irgendwo jetzt hier reingehen, in irgendeine Aktie, ich gehe mal in die Citigroup hier, wenn mein Agena Trader denn mitspielt.
Ja, da müssen wir kurz warten. Da steht keine Rückmeldung. Der hat sich gerade verschluckt. Warum auch immer. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Sonst muss ich hier neu starten. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt noch in der Zwischenzeit, könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Oder auch wenn es einzelne Aktien gibt, die euch gerade vielleicht interessieren, wo ihr gerne mal einen Blick auf die aktuelle Ichimoku-Situation werfen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Also das ist anscheinend jetzt hier hängen geblieben. Also ich pausiere das Ganze mal und versuche das hier mal zu schließen. Okay. Also ich starte gerade mal die Handelsplattform neu. Kann passieren. Ah, der Siegfried fragt, ob es weiterführende Literatur gibt zum Ichimoku. Ja, gibt es garantiert. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gelesen. Weiß ich nicht. Also Ichimoku ist tatsächlich etwas, was super simpel und super einfach ist. Wenn ihr euch den ersten Teil von dieser Webinar-Serie anschaut, dann wisst ihr genau, wie das Ding funktioniert. Der macht ja wirklich nichts anderes, als ein paar Durchschnitte zu zeigen, einen Support- und einen Resistance-Bereich. Und dann ist es wirklich sehr einfach zu interpretieren, ob Kaufsignale stark oder schwach sind und ob man sie dann handeln möchte oder nicht. Ja. So, Agenda Trader startet. Ja, die Christine schreibt hier, von Karin Roller gibt es wohl ein Buch dazu. Die arbeitet ja relativ viel mit Ichimoku und auch mit Fibonaccis, glaube ich. Das ist ja hier die Leiterin vom VTAD, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. So. Also, Agina. Neu gestartet, natürlich im falschen Arbeitsplatz. Den wechseln wir auch gleich noch und dann sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Also, zack. Ah, okay, hier ist eine Frage, ob ich Rohstoffe und Farmprodukte, also Weizen und Öl, auch im Tages- und Wochenchart handle. Ja, mache ich, aber nicht mit Ichimoku. Ja, also die ganzen Commodities, die ich trade, die trade ich überwiegend mit einer Analyse der Commitments of Traders-Daten und der Saisonalitäten und habe dann für Stoppsetzungen und so einen ganz normalen markttechnischen Ansatz. Das ist also auch alles nichts Besonderes, aber Ichimoku verwende ich tatsächlich nur im Aktienbereich und ein bisschen bei den Währungen, im Rohstoffbereich überhaupt nicht. Ja, das hängt damit zusammen, dass Ichimoku ein Trendfolgeindikator ist. Ja, also mit Ichimoku baut man Trades auf, die irgendwo in Trendrichtung laufen. Und bei den Rohstoffen ist es oft so, manchmal auch bei den Währungen, dass die Trends nicht so ausgeprägt und nicht so stark sind. Ja, das heißt, ihr werdet keinen Rohstoff finden, der sich wie eine Amazon-Aktie von $20 bis $3000 bewegt, ja, und in einem extremen Aufwärtstrend über Jahre ist. Das werdet ihr einfach nicht finden im Rohstoffbereich. Rohstoffe bewegen sich eher, ja, so ein bisschen in so einer Seitwärtsrange, ja, und deswegen ist das nicht der geeignete Indikator zum Rohstoffhandel. Ja. Ah, okay, da war noch eine Frage, ob sich der Indikator für Commodities eignet. Ich würde es nicht machen. Ja, also ich würde nicht nach Ichimoku im Rohstoffbereich handeln. Okay, jetzt muss ich hier noch kurz die Verbindung wieder ranpacken. Taipan, zack. Okay. So, dann laden jetzt kurz die Kurse wieder rein und dann gehen wir hier in die
einzelne Analyse von den Werten. Also hier hatten wir den S&P. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin im Moment in der aktuellen Marktsituation long only. Ich sehe keinen Sinn darin, momentan sich hier wild short zu hedgen. Ja, wenn wir uns die Kursentwicklung vom S&P hier anschauen, dann sehen wir, der läuft in kleinen Swings ganz klar weiter aufwärts. Wir hatten hier eine Phase im Juni, wo es ein bisschen dynamischer abwärts ging, wo wir danach ja auch noch mal in so einen kleinen Trend gefallen sind. Das sind Phasen, wo ich sehr, sehr gerne short gehedged bin. Und ich hatte auch hier in diesem Bereich nochmal Short Hedges drin. Die habe ich dann eben, wenn wir über die Hochs hier drüber laufen, nach und nach alle wieder aufgelöst. Im Moment habe ich keine, weil mir einfach der Chart keine Veranlassung gibt, mich irgendwo short abzusichern. Ja, es ist relativ klar im Moment, welche Werte stark steigen und welche Werte problematisch sind. Ja, die Tech-Werte, die gehen einfach durch die Decke im Moment. Und dann macht es halt Sinn, diese sehr starken Werte long zu sein und eben nicht in der Short-Richtung irgendwo abzusichern. Weil wir in der Situation sind, man sieht es ja jetzt auch heute aktuell, ja, wir haben sehr, sehr lange gekämpft hier im S&P, um über das Allzeithoch zu gehen. Ich vergrößere das mal kurz. Ja, wir haben hier oben das Allzeithoch. Das lag so bei knapp 3.400 Punkten. Da sind wir hier 10 Tage lang immer wieder von unten gegengelaufen, sind nicht wirklich durchgekommen. Und der Grund, warum wir jetzt hier heute nach oben durchgebrochen sind, ist recht klar. Das ist eine neue Corona-Therapie-Methode, die hier vom Trump als Allheilmittel gerade verkauft wird in Amerika. Da geht es darum, bei Patienten, die wieder geheilt sind von Corona, quasi Blutplasma zu entnehmen und dieses Blutplasma dann mit den Antikörpern den Leuten zuzuführen, die eben eine schwere Infektion gerade haben oder die irgendwie vorgeschädigt sind. Und das Ganze soll dann helfen. Ja, da gibt es also eigentlich noch keine großen Studien zu. Das ist sehr, sehr unsicher. Das ist alles noch in ganz frühen Entwicklungsphasen. Es ist eben trotzdem quasi per Eildekret durchgewunken worden, dass es jetzt verwendet werden darf. Ich glaube, der Grund ist, dass Trump krampfhaft versucht, irgendein Corona-Heilmittel den Leuten verkaufen zu können, weil es ansonsten eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ihm die ganze Corona-Situation, wie sie sich in Amerika abgespielt hat, die Wahl kostet. Das ist also Wahlkampf, der da gemacht wird, nichts weiter. Aber das ist eben das, was im Moment hier den Markt nach oben gedrückt hat. Ja, diese positiven News in der Richtung. Und weil eben die ganze Welt darauf wartet, dass es eine Impfung gibt oder irgendein Heilmittel für Corona, ist die Gefahr sehr groß, wenn man jetzt Short-Positionen aufbaut in Werten, die abwärts gerichtet sind. Ja, das sind typischerweise die Werte von Unternehmen, die besonders Corona geschädigt sind. Dass wir da in dem Moment, wo es einen Impfstoff gibt, große, schnelle Rebounds sehen, die einem dann die kompletten Short-Positionen quasi um die Ohren hauen. Ja, und deswegen bin ich im Moment long only und bin dann bei den Einzeltiteln eben auch nur auf der Suche nach Long-Setups. Ja. Okay, der Siegfried schreibt hier, ja, United Health, alles klar, da schaue ich gerne mal rein, die können wir uns gleich mal anschauen. Was haben wir noch? Nee, den Trendindikator, da gibt es nicht viel zu erklären. Der ist sehr simpel, ja, wenn der grün ist, dann steht der für einen intakten Aufwärtstrend, wenn der rot ist, steht der für einen intakten Abwärtstrend. Das, worauf man achtet, wenn man mit diesem Trendindikator arbeitet, ist also zum einen ganz klar die Farbe, die der hat. Ja, solange der grün ist, bevorzuge ich ganz klar die Long-Richtung. Solange der rot ist, bevorzuge ich die Short-Richtung. Was allerdings auch wichtig ist, ist diese Steigung hier. Ja, und solange wir in so einem neu begonnenen Abwärtstrend mittelfristig diese Balken immer länger bekommen, solange ist der Trend intakt und stabil und stark. Und in dem Moment, wo das Ganze dann anfängt, hier deutlich zurückzukommen, wird es schwieriger.
Ja, und dann ist man auch nicht mehr unbedingt dabei, neue Short-Positionen aufzubauen, sondern dann betreut man noch die, die man hat. Na, und man sieht halt, wie sich das dann im Laufe der Zeit, wenn sich die Sequenzen hier weiter nach oben fortsetzen, immer mehr abschwächt, bis wir dann eben irgendwann an einem bestimmten Punkt hier auch wieder ganz klar long sind. Und spätestens von hier an, dann mit dem Ausbruch über dieses Zwischenhoch, baut man dann auch ganz klar Long-Positionen wieder auf. Ja. Und ich benutze halt diesen Indikator so ein bisschen, um abzuschätzen, wie verhält sich der Markt und wie möchte ich mich mit meinen Einzelpositionen verhalten. Ja, zum Beispiel in solchen Situationen hier, wenn es Der Ton ist jetzt bei mir weg. Ist das nur bei mir oder bei den Teilnehmern auch? Okay, Martin, wir können dich nicht hören, falls du uns hörst oder mich hörst. Aber ich bin zu hören oder kompletter Ausfall oder nur Martin? Okay, mich hört man, okay. Aber wir können ja anhand der Bilder sehen, dass Martin jetzt informiert ist. Wir hören ein Klicken im So, Hintergrund. bin ich wieder da? Du bist wieder da. Okay, gut. Ja, Sehr keine gut. Ahnung, was da los Du war. machst es spannend heute. Aber ich glaube, so, jetzt müsste es wieder besser sein. Ist wieder Okay? besser. Ja. Hervorragend. Wird nicht Gut, langweilig ja, mit keine dir. Ahnung, was da los war. Mikrofon ausgefallen. Whatever. Aber läuft ja wieder. Okay. Also wenn ich wieder zu hören bin, dann machen wir jetzt weiter. Ich benutze diesen Indikator dann halt gerne, um auch zu schauen in diesen größeren Rücksetzern hier, ob ich in Positionen drin bleibe oder ob ich rausgehe. Ja, gerade bei Investmentpositionen ist es für mich extrem wichtig. Ich möchte gerne so lange in den Long-Positionen drin bleiben, wie mein Indikator auch auf der grünen Seite unterwegs ist, weil dann habe ich die Chance, wirklich die Moves mitzunehmen und von unten nach oben so einen Trend echt lange zu fahren und eben dann auch entsprechend große Gewinne mitzunehmen. Ja, und ich mache ganz gerne dann diese große Marktanalyse für die Indizes. Das heißt, ich schaue mir an den S&P, ich schaue mir an den Dow, ich schaue mir an den Nasdaq, nämlich die Indizes, deren Werte für mich gerade interessant sind. Und entscheide dann, je nachdem, wie der Chartverlauf ist, je nachdem, inwieweit wir uns irgendwo in einem Widerstands-Unterstützungslevel befinden, wie die Trendrichtungen sind und so weiter, versuche ich so ein bisschen mein Depot auszurichten, aufzuteilen in Long- und Short-Positionen. Ja, und im Moment, so wie die Marktsituation hier ist, bin ich eben, wie gesagt, in all meinen Depots long-only unterwegs. Und deswegen bewegen wir uns jetzt hier auch nur in dem Bereich der Long-Positionen. Ja. Und für mich ist es jetzt sehr, sehr einfach, hier abzuschätzen, was ich aus diesen vielen, vielen Aktien, die wir jetzt hier drin haben, das ist der gesamte S&P 500, der jetzt hier drin ist. Für mich ist es jetzt relativ einfach abzuschätzen, welche Aktien ich hier traden möchte und welche nicht. Denn alles das, was hier in Rot ist, da weiß ich, ist der Girsch-Trend im Tageschart und im Wochenchart abwärts gerichtet. Jetzt wollten wir uns ja gerade mal hier einen Wert raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns angucken wollten. Citibank, glaube ich. Aber es ist völlig egal. Wir nehmen einfach mal irgendwas hier raus. Ja, das ist hier Walgreens Boots Alliance. So, und wenn ich hier sehe, der Trendindikator ist ganz klar abwärts gerichtet auf den Zeitebenen, die für mich interessant sind. Ich habe hier auch eine negative Kreuzung, also habe hier ein Handelssignal aus dem Ichimoku. Ja, das kommt von hier. Das ist die Kreuzung der roten und der violetten Linie, die mir hier angezeigt wird. Ja, und dann weiß ich, bevor ich diesen Chart aufmache, weiß ich, dass der von links oben
nach rechts unten läuft, ja, dass das ein ganz klarer Abwärtstrend ist. Und typischerweise möchte ich gerne solche Aktien short sein und die Aktien, die eben sehr stark sind, möchte ich gerne long sein. Ja, allerdings haben wir ja gerade gesagt, die Gesamtmarktsituation ist so, dass ich long only sein möchte. Das heißt, alles das, was hier rot ist, interessiert mich gerade überhaupt nicht. Das, was mich interessiert, ist das, was grün ist und wo nach Möglichkeit auch gerade noch Signale auftauchen. Ja, Körner Corporation. So, ist ganz interessant. Ja, ist auf dem Wochenchart, sehen wir hier unten in der großen Seitwärtsrange. Und das sieht man hier auch ganz schön im Tageschart. Ich hole mal gerade nochmal das Zeichentool. So. Ja, und hier kriegen wir ein Setup. Sehr einfach. Indem wir uns das Ganze hier charttechnisch anschauen, ja, und sehen, okay, wir laufen hier auf dem Tageschart ganz klar in ein Dreieck. Und jetzt wird das für mich interessant, wenn wir aus diesem Dreieck nach oben ausbrechen. Ja, wie sieht die Ichimoku-Situation aus? Also, das gucken wir uns jetzt einmal hier auf dem Wochenchart an und einmal auf dem Tageschart. So, im Wochenchart sehen wir sind im Unterstützungsbereich, ja, wir sind in der Wolke. Der Kurs ist oberhalb der roten, der Kurs ist oberhalb der violetten. Das ist also alles recht bullisch. Das Einzige, die blaue Linie hier, die läuft noch unterhalb des Preises. Das ist der einzige Indikatorpunkt, der hier auf dem, ich vergrößere das mal, ja, der hier auf dem Wochenchart gerade negativ ist. So, ich nehme das mal weg. Na, ideal ist es, wenn es so ist wie hier, wenn die blaue Linie oberhalb des Preises ist, ja, dann haben wir meistens auch so starke Momentumbewegungen, die hier laufen. Das haben wir hier im Moment nicht, aber wir können davon ausgehen, wenn wir über diese Zwischenhochs hier drüber gehen, dass dann die blaue Linie auch hier gerade durchläuft. Ja, und dann ist die auch schon positiv, wenn das nächste Signal kommt. Auf dem Tageschart. Ja, haben wir gerade schon uns angeschaut, haben wir hier dieses schöne Dreieck. Gefällt mir gut, weil wir hier von unten kommen. Wir kommen von unten, haben eine sehr dynamische Bewegung gesehen, haben jetzt hier eine lange Seitwärtsbewegung, sehen aber, dass die Amplitude abnimmt. Ausbruch zur Oberseite, hier wäre absolut bullisch über dieses Doppeltop hier. Muss ich mal gerade einen Ton ausmachen hier. So, ja, das wäre also absolut bullisch zu werten und mein Setup würde hier so aussehen, dass ich gerne hier im Ausbruch auf der Long-Seite dabei wäre, einen Stop dann hier unten drunter hätte, ja, und ein Zielbereich würde irgendwo hier oben liegen, ja, im Bereich dieses letzten Hochs und dieses letzten Tiefs hier. Das wäre eine Möglichkeit, hier zu handeln. Ist jetzt nicht ideal, weil es nicht super dynamisch ist, was hier läuft, sondern weil es eher seitwärts ist, aber wäre im Prinzip schon mal nicht schlecht. Die Grundbedingungen sind erfüllt. Ja, was haben wir hier noch? First Rep, ja, gefällt mir nicht, ist mir viel zu stark. Der Widerstand hier oben wird hier immer wieder abverkauft. Grundbedingung passt. Ja, wir sind in beiden Zeitebenen über der Wolke. Wir sind hier über der roten, wir sind über der violetten. Die blaue ist gerade dabei, hier durchzugehen. Hier sind wir noch unterhalb der violetten und der roten. Das ist nicht alles erfüllt in die Long-Richtung. Haben wir auch gerade schon gesagt, große Widerstände oben, also auch nicht so wirklich interessant. Hier sieht das Ganze ähnlich aus, ja, sehr stark seitwärts gerichtet. Und das Problem ist im Moment so ein bisschen, wir haben sehr wenig Aktien, die extrem long ausgerichtet sind. Ja, die Bewegung, die wir am Freitag hatten im Nasdaq, die gesamte Aufwärtsbewegung aus dem Nasdaq am Freitag kam aus der Apple-Aktie. Ja, Apple ist die größte Aktie, ist die Aktie mit der größten Marktkapitalisierung, über 2 Billionen Marktkapitalisierung inzwischen. 2 Milliarden, über 2 Milliarden Marktkapitalisierung, 2 Billion, wie die Amerikaner sagen, ist die größte Aktie am Markt und dementsprechend, wenn die wie am Freitag knapp 5% steigt, ja, dann zieht das die Indizes extrem nach oben.
Genau. Und im Nasdaq ist es momentan so, dass die fünf größten Werte, die im Nasdaq drin sind, und da sind 100 Werte drin, dass die fünf größten Werte 50% der Marktkapitalisierung ausmachen. Das heißt, 50% der gesamten Gewichtung vom Nasdaq 100 besteht aus fünf einzelnen Aktien. Und es sind halt die typischen großen Tech-Aktien. Ja, das ist Google, das ist Amazon, das ist Apple, das ist Facebook. Ja, und ich glaube Microsoft noch. Und das war es dann auch schon. Die machen 50% des Nasdaq aus und machen auch einen Großteil des S&P 500 aus. Ja. Ich habe es gerade am Wochenende, am Samstag jetzt in einem Newsletter geschrieben. Die fünf größten Werte im S&P sind von der Marktkapitalisierung her größer als die 280 kleinsten. Ja. Und da sieht man, dass es am Ende gar nicht so entscheidend ist, was der Durchschnitt der Aktien macht. Das heißt, ein Index steigt nicht unbedingt, weil jetzt mehr als 50% der Aktien in dem Index steigen, sondern so ein Index steigt im Moment zumindest, weil die Werte mit der extrem großen Marktkapitalisierung kräftig nach oben ziehen. Und die ganzen kleineren Werte, die laufen seitwärts und teilweise sogar noch abwärts. Deswegen ist es im Moment ein bisschen schwieriger, gute Long-Setups zu finden. Aber wenn man gute Long-Setups findet, dann sind es typischerweise auch Aktien, die ordentlich moven gerade und die richtig Gas machen. Ja. Ich gucke einfach mal in den Rest rein, der hier über die Signale im Moment kommt. Das ist auch gar nichts hier. Ja, wir sind noch nicht mal am All-Time-High und das ist halt typisch. Wir haben so viele Werte im S&P, die noch nicht mal am Allzeithoch sind, während der Index eben über die Allzeithochs jetzt gerade drüber läuft und neue Hochs macht. Ja. Linde sieht ganz nett aus. Das ist ein schönes Breakout-Level hier nach oben. Ist aber ja auch auf dem Wochenchart sieht es hier sehr, sehr sauber aus. Das gefällt mir gut. Was haben wir noch? Moody's gefällt mir nicht. Da sind wir hier auch am Widerstandsbereich. Das kann alles nichts. Electronic Arts gefällt mir ein bisschen besser, ist auch nicht so ideal, weil wir hier auf dem Wochenchart oben auch noch ein großes Widerstandslevel drin haben. Also ihr seht schon, es ist schwierig im Moment. Air Products, das ist nicht verkehrt. Wir fangen mal auf dem Wochenchart an. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke, wir sind deutlich oberhalb der Violetten, wir sind deutlich oberhalb der Roten. Die Blaue ist deutlich über dem Kurs. Also das ist ein perfektes Long-Szenario und zwar schon seit hier, ja, seit 253, 255, seit diesem Ausbruch hier ist das schon ein perfektes Long-Szenario. Und jetzt haben wir hier so ein paar Wochen Pause und sind im Moment wieder so mittelfristig auf dem Weg nach oben. Ja, und das gucken wir uns jetzt im Tageschart an, wo hier Einstiegslevel wären. Im Tageschart sieht das Gesamtbild ähnlich aus. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Die blaue ist noch knapp am Preis dran. Wir sind mit dem Preis seit heute wieder über Violett und über Rot. Das sind auch die Signale, die hier kommen. Ja, da sehen wir, dass hier mehrere Signale gerade aktuell sind durch den Pfeil, der hier drauf ist. Und hier würde ich ganz primitiv rangehen und sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal die Begrenzungen an der Bewegung. Das sind hier die fallenden Hochs. Hier unten sind die steigenden Tiefs. Also, was haben wir hier? Ja, wir kommen von unten, sehen eine dynamische Bewegung und kommen in so eine Dreieckskorrektur rein. Das heißt, ein Ausbruch aus diesem Dreieck in die Long-Richtung wäre absolut bullisch zu werten. Ich handle aber nicht so gerne Ausbrüche aus schrägen Begrenzungen. Also, mein Setup wäre hier recht deutlich Einstieg über dem Hoch, Stop dann entsprechend am letzten Tief, das wäre hier. Ja, wer defensiv arbeiten will, kann es auch hier nehmen. Und Ziel ganz klar, auf jeden Fall neues Allzeithoch. Na, so eine runde Marke ist immer nicht schlecht, 300, 305 sollten wir demnächst nochmal sehen hier. Nach oben offen. Ja, warum? Weil wir, wenn wir hier drüber laufen, über dieses Level ein neues Allzeithoch haben. Und dann ist im Prinzip nach oben immer offen. Und deswegen mache ich das so, wie ich euch das gerade gezeigt habe.
Ich traile einfach nur dann in solchen Situationen die Stops an den letzten Tiefs hinterher und habe überhaupt kein Ziel im Markt, sondern ich lasse den Markt entscheiden, wann genug verdient ist. Ja. Also vom Grundsetup her sieht die sehr schön aus. APD, ja, Weekly, ganz klar bullish, Trendindikator, Daily bullish, Trendindikator kommt zwar ein bisschen runter, ja, verliert also etwas an Momentum. Ist aber für die Situation, die wir jetzt hier sehen, normal. Ja, Fahnenstange, dann hier so ein Wimpel und wenn dann der Ausbruch nach oben kommt, ist das ein sehr, sehr bullisches Setup. Ja, das könnte man hier also reinlegen, das werde ich nachher auch noch machen. Fürs nächste Mal lege ich hier dann schon das Kaufniveau rein. Ich glaube, ähnlich schön sieht das hier bei Synopsis aus. Genau, ja, das sieht auch super aus. Super bullish auf dem Wochenchart. Trend ganz klar long. Hier der Trend auf dem Tageschart, der nimmt wieder an Momentum gerade zu. Das ist ideal. Der Rücksetzer ist nicht weit genug gelaufen, dass wir hier in den negativen roten Bereich gekommen sind, sondern wir haben die Wolke getestet. Ja, perfektes Support-Level, sind hier hängen geblieben und sind dann hier oben drüber gelaufen. Ja. Im Prinzip wäre der erste Einstieg über die letzten Tage schon. Ja, direkt hier gewesen mit diesem Ausbruch vor 3 Tagen am Donnerstag. Das ist garantiert Earnings, würde ich mal wetten. Na, und im Prinzip hatten wir hier eine Bull Flag. Ja, wir sind hier reingelaufen, haben dann hier so eine Bull Flag gemacht, hatten dann hier den Ausbruch aus der Bull Flag und sind jetzt direkt hier auf ein neues All-Time-High gelaufen. Dann dieses, ich nenne das immer 2 Days of Rest, 2 Tage Pause, macht sich immer ganz hervorragend. Also wir sehen ein initiales Momentum, wir sehen hier ein neues Allzeithoch, wir sehen hier richtig Dynamik drin, wenn wir uns das mal anschauen. Das ist an einem Tag hier vom Closing-Kurs zum Closing-Kurs am nächsten Tag, sind das fast 9%, die Aktie hier gemacht hat. Dann ist es ganz normal, dass wir 2 Tage Pause machen und dann sollte normalerweise ab dem dritten Tag wieder Druck reinkommen. Also auch das, wenn wir hier über dieses Hoch von heute gehen. Ideales Long Setup lege ich nachher auch noch rein. Also dann haben wir hier Air Product Synopsis. eBay. Schönes Setup. Ja, sieht ähnlich gut aus. Wir haben die Momentumbewegung. Wir haben hier die Bull Flag. Ja, hatten hier schon den Ausbruch aus der Bull Flag und haben jetzt hier nochmal neue Signale, na, hier rot kreuzt violett, das ist das Signal, was wir hier angezeigt bekommen, rot kreuzt violett, ist ein Kaufsignal. Alle anderen Kaufsignale sind schon erfüllt worden. Wenn ihr euch den ersten Teil mal anschaut, ja, und dann jetzt hier mal guckt, wo die Kaufsignale aufgetaucht sind. Das erste Kaufsignal ist hier gekommen. Das ist der Preis, der die violette Linie gekreuzt hat. Das zweite Kaufsignal ist hier gekommen. Der Preis ist durch die Wolke gebrochen. Ja. Hier war auch noch mal ein Kaufsignal an dieser Stelle, als rot die violette gekreuzt hat. Wir haben also hier unten in diesem unteren Bereich haben wir 1, 2, 3 Kaufsignale. Ja, unmittelbar hintereinander. Und normalerweise, wenn ihr mit so einem Add-on arbeitet, solltet ihr dann auch ab diesem Bereich hier long sein, weil wenn wir uns anschauen, wo das letzte Signal kam, hier, da sind wir auch auf dem Wochenchart hier aus dem Abwärtstrend wieder raus und in der nächsten Woche haben wir hier noch den bullischen Breakout im Wochenchart aus der Wolke und dann passt hier tatsächlich alles, ja. Auf dem Wochenchart haben wir das Kaufsignal hier, beim Durchbrechen von den Linien haben das Kaufsignal hier und haben hier auch genau an dieser Stelle das Kaufsignal, dass die blaue Linie über den Preis geht. Ja. Und dann eben noch auf dem Tageschart hier die ganzen Signale, die wir uns eben angeschaut haben. Das ist alles so ungefähr im gleichen Preisbereich. Das ist alles so bei 34, $35. Jetzt im Moment stehen wir bei $60. Ja, das sind schon 80% Kursgewinn, die hier innerhalb weniger Wochen möglich waren. Ja. Und jetzt im Moment sind wir gerade dabei, hier die ganzen neuen Signale zu kriegen. Na, hier hatten wir ein Signal, dann hatten wir hier eins, dann hatten wir hier eins und jetzt haben wir nochmal eins. Ja. Und diese ganzen Kaufsignale, die hier gekommen sind,
sind alle oberhalb der Wolke bei einem bullischen Trendindikator, in einem extrem bullischen Wochenchart, in einem Wochenchart, wo alles positiv ist. Ja, der Kurs liegt deutlich über den Durchschnitten, der Kurs liegt über der Wolke, die blaue liegt oberhalb des Kurses. Das ist ein absolutes Musterbeispiel hier, die eBay-Aktie, wie man von hier unten diesen Trend begleiten kann, ja, und dann schauen kann, wenn man irgendwo Gewinne mitgenommen hat, nochmal neu einsteigen will, dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, neu einzusteigen, weil sich eben lauter neue, gute Signale entwickeln. Okay, dann ich schaue nochmal kurz hier in den Chat. Ach nee. So, bin ich zu hören oder ist der Ton wieder weg? Nein, du bist zu hören. Alles gut. Ah, okay, ich habe gerade gelesen, dass der Ton wieder weg ist. Dann waren das die alten Meldungen. Gut, da bin ich zufrieden. So, dann hatten wir jetzt hier noch 1, 2, 3, was haben wir hier noch drin? Activision Blizzard, Apple, Nelasa, QDEL und dann hatten wir vorhin ja schon. Was war es? United Health. Okay, dann schauen wir doch mal kurz in die einzelnen Werte rein. Also Activision, was haben wir da? Sieht ganz schön aus, ja. Kommt jetzt heute hier ein bisschen zurück gerade, ist etwas ungünstig, aber wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Wir sind im Trendindikator Tag und Woche grün. Wochenchart sieht super aus, ja. Von Seiten der Ichimoku Cloud sieht es ganz, ganz hervorragend aus. Wir sind ja ganz klar in einem Aufwärtstrend, brauchen wir nicht groß drüber reden. Für einen kurzfristigen Trade würde ich das Ganze über dem Hoch vom Donnerstag hier wieder interessant finden. Ja, wir sind im Moment in so einer kleinen Korrekturbewegung drin, die kann bis zum unteren Bereich der Wolke laufen, hier so bis 78, 79 kann die gehen. Das wäre ein sehr bullisches Signal, wenn wir innerhalb dieser Woche oder Anfang der nächsten Woche hier wieder nach oben drehen würden. Da wäre tatsächlich das hier das Ausbruchslevel, was ich traden würde. Wenn ich mal die Sequenzen hier einzeichne, ja, dann könnt ihr immer mal ein bisschen gucken, wie sich das Trendverhalten im Moment hier darstellt. Ich nehme mal kurz den Ichimoku raus, dass wir hier ein ganz klares Trendbild haben. Und dann gehen wir hier einfach mal rein und schauen uns mal die letzten Sequenzen an. Ja, so ungefähr verlaufen hier die letzten Swings von den wichtigen Hochs zu den wichtigen Tiefs. Wir hatten hier einmal zwischendrin an der Stelle hier so eine ABC-Korrektur. Ja, haben aber hier kein tieferes Tief gesehen. Also sowas ignoriere ich dann einfach. Ja, das interessiert mich dann auch nicht groß. Jetzt ist für mich hier interessant, sind wir unter dieses letzte Tief gegangen? Nein, sind wir nicht. Ja, dieses letzte Retracement, was hier gelaufen ist, über 1, 2, 3, 4 Kerzen, ist zwar ziemlich kräftig. Wir sind von 88 runtergekommen auf 78, aber ich sehe ganz klar, Trendindikator ist grün geblieben. Auf Wochensicht ist alles grün geblieben, das ist also alles in Ordnung. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir hier vielleicht gerade so eine langlaufende Bear Flag aufbauen, ja, und hier nochmal nach unten laufen. Deswegen habe ich gerade gesagt, es ist durchaus möglich, dass wir diesen Bereich hier nochmal testen, ne, den hier, so um 78, 79 Dollar. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Wenn ich aber sehen würde, dass wir relativ zügig hier oben drüber gehen, wäre das sehr bullisch und dann würde ich das Ding auch wieder long nehmen. Ja, jetzt im Moment nicht. Ich habe eine Long-Position, die aktuell noch läuft. Die ist auch nicht in Gefahr. Ja, hier ist noch alles grün, das ist soweit in Ordnung. Aber in eine neue Position reingehen würde ich jetzt an dieser Stelle hier nicht. United Health war die erste, die hier gefragt war. Damit machen wir mal weiter. Die müsste ja hier drin sein. UNH, da haben wir sie. Ja, ein bisschen ein ähnliches Bild. Also,
Ich hole mal den Ichimoku wieder rein. Ja, da sehen wir das nämlich auch schon. Wir sind jetzt heute unter die Violette gebrochen. Wir haben die Rote unterschritten. Das ist erstmal nicht mehr so super bullisch. Wir sind auf dem Weg hier zum Support, ja, zu dieser Unterstützung. Das würde ich jetzt auch erstmal abwarten. Das würde ich gerne erstmal sehen wollen. Alternativ sind wir auch hier jetzt in der Situation, dass wir eine Flag machen. Aber im Moment hier noch so eine Bull Flag. Ja, die letzte Sequenz anschauen. Ja, wenn wir von hier kommen, dann ist das hier so ein bisschen die letzte Sequenz. Zack, da sind wir hier einmal schon tiefer gelaufen. Bisschen ungünstig. Ja, hat aber nur relativ kurz gehalten. Wir sind sofort wieder über das Level weggegangen, aber nichtsdestotrotz waren wir hier einmal kurz unten drunter. Und die letzte Sequenz, die hier läuft, läuft wieder sehr sauber. Na, im Prinzip müssen wir es bis hier hochziehen, weil wir kein neues Tief mehr hatten. Ja, also Entscheidungslevel liegt jetzt hier. Witzigerweise wäre das genau der Rücksetzer auf die Wolke. Wenn es dann wieder nach oben geht, ist alles in Ordnung. Wenn wir unter die Wolke wegbrechen, dann ist das sowieso erledigt auf der Longseite. Ja, dann wollen wir die nicht mehr anpacken erstmal. Wir sehen hier, dass es ganz häufig so läuft, dass sich diese Sequenzen an der Wolke lang entwickeln. Ja, dass diese Rücksetzer in den Bereich der Wolke laufen. Ja, das wäre jetzt hier auch normal. Ja. Von daher jetzt aktuell in der Situation kein Kauf, ein Kauf frühestens oberhalb dieser Kerze. Ja, weil dann sind wir aus der Bullflag ausgebrochen, dann sind wir über das letzte kleine Zwischenhoch ausgebrochen. Im Moment sieht das Ganze hier sehr, sehr bärisch aus für heute. Ja, und dann eben auch noch für die nächsten paar Tage, weil wir eben die ersten Short-Signale hier reinkriegen würden jetzt. Okay. Nel Asa. NEL ist da das Kürzel, glaube ich. Ne? Ich glaube, die habe ich hier gar nicht drin. Nel Asa. Ja, der ist eigentlich am schönsten. Den norwegischen Kronen. Wir können ja mal gucken, ob man mit dem US-Chart was anfangen kann. Ne, kann man nicht. Nehmen wir die. Ja, so, was haben wir da? Da stehen wir im Moment bei 21. Ich glaube, in Euro steht die bei 1,90 oder so. Irgendwie so, das Kursbild sollte ähnlich aussehen. Sieht ganz nett aus. Ja, wir sind in die Wolke reingelaufen, kommen im Moment hier aus der Wolke wieder raus. Wir sind mit dem Preis schon oberhalb der Violetten, sind mit dem Preis oberhalb der Roten. Aber es sind noch nicht alle Kaufsignale gegeben. Also die Rote müsste noch die Violette schneiden, die Blaue müsste noch den Preis schneiden. Ja, aber im Prinzip ist das hier ein Ausbruch aus der Wolke in Trendrichtung, was schon mal nicht schlecht ist. Wenn man also aggressiv kaufen will, dann könnte man das machen. Ja, Trendindikator ist noch negativ, kommt aber deutlich zurück. Und auf dem Weekly ist weiterhin alles in Ordnung. Ja, wir sind mit dem Weekly sowohl über Rot als auch über Violett. Wir sind deutlich über der Wolke und Blau ist ganz klar über dem Preis. Also auf dem Wochenchart ist das Bild nach wie vor extrem bullisch. Das Einzige, was mir auf dem Wochenchart nicht so super gut gefällt, ist, dass wir, wenn wir uns hier diese letzte Sequenz anschauen. Ja, da haben wir nochmal so ein kleines Zwischentief hier drin. So, und jetzt sind wir hier einmal unter dieses letzte Tief gegangen. Das finde ich schon mal nicht mehr so sexy. Das wäre also nichts, was ich jetzt noch irgendwie handeln würde. Wenn dieser Rücksetzer hier etwas weniger stark gelaufen wäre, ja, nur bis hier in diesem Bereich und wir dann hier zurückgekommen wären und aus der Wolke raus, würde ich sofort sagen, alles klar, das ist mein Long Setup. Würde ich kaufen, dann wäre nämlich auch der Trendindikator schon wieder quasi im grünen Bereich hier. Im Moment finde ich es nicht ideal,
Ich denke, da gibt es bessere Setups. Ja, aber für ein langfristiges Investment sieht es hier nach wie vor gut aus. Was haben wir denn hier noch? Qtel, was ist das denn für eine Aktie? Qtel Corporation. Okay, da schauen wir auch mal kurz rein. Ist ein bisschen ähnlich wie die Nähe, ne? Also langfristig relativ okay noch. Der Rücksetzer, der ist im Prinzip gerade, ich vergrößere mal den Wochenchart ein bisschen, ziehe das hier mal ein bisschen zurück. Der Rücksetzer, der hier gerade läuft, ist im Prinzip ein Test von diesem alten Hoch. Ja, bis dahin wäre das noch trendtechnisch in Ordnung. Wenn wir hier noch ein Stückchen weiter zurückkommen und dann wieder drehen, das wäre trendtechnisch hier noch okay. Beim Ichimoku-mäßig sieht es gar nicht so schlecht aus, weil wir sind mit der blauen noch ganz klar über dem Preis. Das wird auch die nächsten Wochen so bleiben. Wir sind mit dem Preis oberhalb der violetten und wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Ja, kein Wunder, also das Ding ist ja brutal durch die Decke gegangen hier. Und das ist auch völlig normal, wenn Bewegungen so parabolisch laufen, dass sie dann auch von dieser letzten Parabel, die sie hier gemacht haben, sehr viel retracen. Wenn ich mal die Retracement-Level hier reinhole, so. Und wir uns mal nur diese letzte Bewegung hier anschauen. Ja, dann sind wir hier gerade mal bei einem Drittel Rücksetzer. Und die kann typischerweise, kann die locker bis 50% Rücksetzer machen. Das wäre überhaupt kein Ding bei dem großen Momentum, was hier gelaufen ist. Also der Test nochmal in den Bereich 190 bis 210 wäre noch normal. Wäre für mich aber jetzt hier schon ausreichend, dass ich das Ding auf dem Tageschart nicht kaufen würde. Ja, zumindest jetzt im Moment nicht. Wir tauchen hier gerade in den Support-Bereich ein. Wir sehen, dass der große Trend, ja, der ist gebrochen seit hier. Von hier an ist die große Trendbewegung auf dem Tageschart vorbei. Wir sind hier sogar kurz in den Abwärtstrend gelaufen. Hier ist noch keine wirkliche Dynamik wieder in die Aufwärtsrichtung drin. Wir sind unterhalb der violetten. Wir haben heute die rote gekreuzt. Das ist ein negatives Setup. Die blaue läuft hier gerade durch den Preis. Das ist ein negatives Setup. Sieht für mich nicht besonders toll aus. Ja. Okay. Ton schon wieder weg? Ja, das war kurz ein bisschen schlechte Qualität, aber du warst Okay. zu hören. Ist jetzt alles Okay. okay. Ja, es ist wie verhext heute. Ach so, ich sehe, meine Kursverbindung hier ist auch gerade weggegangen. Das ist aber egal. Gut. Also, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Kaufkandidat für mich. So, was haben wir noch? Was ich vom IQ-Feed ziehe, vom IQ-Feed hole ich meine Futures. Ach so, Apple hatten wir hier noch. Ja, das ist die Standardfrage im Moment. Würdest du in Apple noch einsteigen? Apple. Ich glaube nicht. Ja. Zu dem Level hier nicht mehr. Ich habe nochmal Apple gekauft, als wir hier den Ausbruch gesehen haben. Ich habe hier nochmal nachgelegt in diesem Bereich. Das heißt, ich bin Apple Long. Aber jetzt zum aktuellen Preis würde ich nicht mehr kaufen. Ja. Das Ding ist parabolisch gelaufen. Das sind Bewegungen, die für mich nicht mehr so nachvollziehbar sind, die jetzt da gerade laufen. Und da tue ich mich sehr schwer mit. Da bin ich viel lieber dann schon im unteren Bereich irgendwo in Breakouts dabei. Wenn wir uns hier jetzt einfach mal kurz die Ichimoku-Kauf-Setups angucken im Tageschart. Ja, also wir sehen auf der Woche ganz klar hier seit September 2019 sind wir in diesen dynamischen Aufwärtstrend reingegangen und der hat hier über den Wochenchart nicht ein einziges Mal gedreht. Ja. Selbst dieser große Rücksetzer, der hier gelaufen ist, von $330 bis runter auf $220, hat meinen Trendindikator im Wochenchart hier nicht in den Negativbereich gebracht. Ja. Das heißt, hier auf Woche war die ganze Zeit alles in Ordnung. Gehen wir mal auf den Tageschart, gucken uns das Ganze auf dem Tageschart an.
Da sehen wir die kurzfristigeren Setups. Ja, wir sind hier in diesem extrem sauberen Aufwärtstrend gewesen, so bis 325 Dollar, und haben dann sehr dynamisch hier gedreht in der Apple und sehen auch sofort, der Trendindikator zeigt mir das. Ja, für mittelfristige und kurzfristige Positionen heißt das hier lieber raus. So, jetzt ist der Ton auch bei mir weg. So. Jetzt bist du wieder da. Ton wieder da? Okay. Gut, also der ist dann hier auch relativ lange negativ geblieben und hat dann erst hier drüben Anfang Mai wieder gedreht in die Long-Richtung. Also von hier an war es für mich wieder möglich, kurzfristige und mittelfristige Setups zu kaufen. Vorher hier nicht. Ja, langfristig haben wir gerade gesehen, für Investments war das hier kein Problem. Für Trades war es erst ab hier wieder interessant, als wir in diesen Bereich um 310 Dollar wieder reingelaufen sind. Schauen wir uns das Ganze noch kurz aus Ichimoku-Sicht an. Dann sind wir auch, glaube ich, durch für heute. Wir haben hier die ersten Signale gehabt. Wir sind mit dem Preis durch die Violette gelaufen, waren aber noch unterhalb der Wolke. Das ist nichts, was ich nach Ichimoku kaufen würde. Interessant war das hier. Ja. Wir sind hier nach oben aus der Wolke ausgebrochen. Wir waren hier auch positiv schon. Die blaue Linie war oberhalb des Preises. Und wir waren hier sowohl über Violett als auch über Rot. Ja. Also, und mein Trendindikator war vom Momentum her schon fast nicht mehr im Negativbereich. Also das hier war das ideale Einstiegssetup nach Ichimoku für Apple. Und dann hatte ich euch ja gerade schon gezeigt, die Stops, die liegen dann auf dem Tageschart hier am letzten Tief und werden einfach immer nur dann, wenn sich ein neues Hoch ausgebildet hat, der Markt ein Tief macht und wieder ein neues Hoch macht, dann werden die Stops hinterhergezogen an den Tiefs. Ja, dann haben wir hier ein neues Hoch, ein Tief, neues Hoch, kommt der Stop hier hin. Tief, neues Hoch, kommt der Stop dahin. Tief, neues Hoch, kommt der Stop dahin. Ja, hier ein Tief, ein Hoch, Stop dahin. Das heißt, im Moment würde der Stop hier ungefähr bei 430 Dollar liegen und man hätte schon eine Mörderstrecke hier von knapp unter 300 Dollar mitgenommen und hätte hier schon 30, 35% auf die Aktie safe. Und das Ding ist halt, je dynamischer das läuft, ja, umso mehr Platz müsst ihr lassen, wenn ihr in so einer Position dabei bleiben wollt. Das wäre jetzt völlig normal, wenn die Aktie hier runterkommt, diesen Bereich nochmal testet und dann wieder nach oben weiterläuft. Ja, das wäre ganz normal, da wäre nichts Schlimmes dran. Wenn ihr dann aber mit dem Stop hier schon sehr aggressiv an dem Level oder an dem Level seid, dann seid ihr halt raus. Ja, das ist interessant dann, wenn ihr anfangen wollt, ganz klar Gewinne abzusichern, na, und dann meinetwegen mit dem Donkian-Channel oder so das Ganze hier hinterher zieht, einfach an den Tiefs der letzten paar Tagen das Ganze hinterherziehen, möglichst viel Gewinn absichern. Da muss man aber eben auch damit rechnen, dass man irgendwann relativ zügig ausgestoppt wird und in der Position nicht mehr dabei ist. Ja. Aber das, was mir jetzt hier wichtig ist, ist, dass ihr einmal gesehen habt, wenn ihr mit Ichimoku arbeitet, wo euer Einstiegsbereich gelegen hätte in der Apple, nämlich hier unten, und dann braucht ihr auch da oben gar nicht mehr überlegen, ob man da noch einsteigt oder nicht. Ja, und wenn man sich jetzt anguckt, wie groß die Abstände hier sind, vom Preis zu diesen ganzen Durchschnitten, ja, zur roten Linie, zur violetten Linie, zur Wolke, ja, der Abstand zwischen Blau und Preis, das ist alles so exorbitant hoch, dass man hier jeden Tag mit einer größeren Korrektur rechnen muss. Und von daher wäre das nichts, was ich jetzt im Moment noch kaufen würde. Okay. Das soll es dann jetzt auch gewesen sein für heute. Ich freue mich, dass ihr tatsächlich fast alle bis zum Ende mit dabei wart. Super. Wir haben in 4 Wochen ungefähr nochmal einen weiteren Termin. Also wenn ihr euch bis dahin nochmal ein bisschen mit Ichimoku beschäftigt habt, dann könnt ihr da vielleicht dann auch noch mehr rausziehen. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid.
Bis dahin wünsche ich euch erstmal erfolgreiche Trades, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, super. Vielen Dank, Martin, dass du auch hier mit der Technik auch tapfer durchgehalten hast. Und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Freue mich drauf. 22. September ist der nächste Termin, aber Sie sind ja auch schon bereits für diesen angemeldet. Und bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Heute noch einen schönen Abend und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.